Hallo, herzlich willkommen zu meinem Ankündigungsvideo hier auf YouTube. Michas Wunschpartner-Orakel. Ja, mein Gott, wie lange habe ich schon kein Wunschpartner-Orakel mehr gemacht. Heute werde ich wieder eins für euch machen. Es wird eine Live-Legung, aber auch aus dem Grund, weil momentan, und das dürfen wir nicht vergessen, Ängste herrschen. Jeder hat Angst, auch dein Wunschpartner hat Ängste. Und oftmals überwiegen die Ängste und das Herz wird nicht ausgesprochen. Und das ist das Problem. Und deshalb schauen wir in die Karten, was die geistige Welt uns über deinen Wunschpartner mitteilen möchte. Wir haben zum einen den Schlüssel. Der Schlüssel liegt ja auch für Erkenntnis, die Herzöffnung, etwas aufzuschließen, aber auch etwas hinter sich zu verschließen. Die Schnecke, man denkt immer, oh, die Schnecke, die verkriecht sich in ihr Haus, die ist so langsam. Aber nein, auch eine Schnecke kommt voran. Und zwar auch nicht langsam. Wenn man überlegt, dass Schnecken keine Beine haben. Und Schnecken produzieren ihren eigenen Weg. Und deshalb ist es vielleicht auch nicht so verkehrt, die Schnecke als etwas Positives zu sehen. Natürlich verkriechen wir uns manchmal, aber trotz alledem schauen wir wieder nach vorne. Ja, und wir schauen uns an, was denn heute zu dir kommen darf. Du darfst natürlich wie immer von unter eins dieser beiden Objekte entscheiden. Wenn aber dein Inneres, dein Bauchgefühl sagt, ich möchte beides, dann darfst du natürlich auch beide Objekte auswählen. Ich bin auf die Live-Legung gespannt, was da kommen darf. Und ich sage schon mal, bis gleich, euer Micha. Und ihr wisst ja, den Link dazu findet ihr unten in der Infobox. Das gibt es natürlich nicht nur auf Vimeo, sondern auch auf unserer Webseite. Ja, herzlichen Dank und bis gleich im Hauptvideo. Tschüss!